Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei zockt Fußballmanager 13 im Mikromanagement. Das große Spiel steht an, wir spielen gegen den FC Barcelona. Und da müssen wir uns natürlich gut drauf vorbereiten, deshalb mal die erste Mannschaft hier. Taktikeinstellungen, wir gehen über alles, wir geben hier 10.000 Siegprämie. Wir werfen hier alles rein, Anweisungen, gerade mal gucken, das passt. Aber da werden wir noch ein paar Mannschaftsumstellungen machen im Vergleich. Ja, Messi hier vorne im Sturm, absoluter Hammer, 90er Stärke. Torriecher von 96. Ui, das wird heftig, da sind die Reflexe von 85 vermutlich Schrott gegen. Wir sind gespannt, was unsere Innenabwehr macht. Zweikampf 81 und ja gut, das ist vielleicht das Problem. Hier, negativ Zweikampf. Sollten wir vielleicht mal bei 80 bringen, haben wir vielleicht weniger Probleme da hinten und vielleicht auch bei dem hier Zweikampf mal ein bisschen höher bringen, weil Ausdauer als bester Wert ist natürlich problematisch. Ne? So, was heißt da Zweikampf 77? Sind wir schon dran am Arbeiten? Was ist bei dem hier mit Zweikampf? 72 minus 1. Ach du lieber Himmel, das soll nicht minus gehen, das soll hoch gehen. Machen wir es mal so. Sollen wir ein bisschen mehr Zweikampf trainieren hier. So, und Oh Gott. Wenn ich da reingucke, haben sie irgendeinen, wo ich sage, wow. Ich meine, die sind alle wow. Ja, aber ich habe so gedacht, vielleicht haben die ja noch irgendeinen, wo man sagt, oh, wow, ist der jetzt dort. Also wirklich, nö. Keine Ahnung. Gut, also das ist das, was wir jetzt schon mal als Grundausstattung haben. Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen gucken hier. Den hier setzen wir auf die Bank und bringen dafür, wo ist denn der? Ach, der Barz ist noch verletzt. Dann geht Joaquin hier rüber und dann geht Adili geht hier in die Position. Der ist mir da lieber, muss ich ganz ehrlich sagen, wie der hier als offensiver Mittelfeldspieler. Also so passt mir die Aufteilung viel besser. Gut, ansonsten habe ich die Hoffnung, dass wir es irgendwie hinkriegen und hier ein einigermaßen gescheites Spiel abhalten. De Micheles ist was, 70? Ach du lieber Himmel, der ist 65. De Micheles fällt auch von der Form her. Die müssen wir sagen, dass wir brauchen. Jawohl, ja, so. Das ist ja schon besser und Gerson auch. Das gibt's doch nicht hier. Spielergespräch. Im nächsten Spiel brauche ich eine Topform, die alle nochmal schön durchmotivieren. Ich will hier keinen drin haben, der wenigstens nicht eine schwarze Form hat hier. Also formmäßig normal ist. Die waren ja unter aller Sau, was die Form anging. So, und dann hoffen wir einfach mal, dass das Spiel hier gut über die Bühne geht. Ich glaube, ich habe alle Wechsel gemacht, die ich machen wollte. Und, machen wir das hier noch. Dann drücke ich weiter. Dann wählen wir unser Trikot aus. Okay, dann die ein dunkles Heimtrikot haben. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, es wäre mehr so rot-blau. Kann ich die nicht drehen? Früher konnte man die doch mal drehen. Ah, egal. Machen wir mal unser Heimtrikot, damit wir die besser auseinanderhalten können. Und dann treten wir als totale Underdog an gegen die. Wobei die eine beschissene Saison haben. Die sind nur Zweiter in der Liga. Ne? Was sagen wir denen? Ach du lieber Himmel. Heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Das hört sich gut an. Oh, Backe. Irgendwie habe ich Angst vor dem Spiel. Irgendwie habe ich mächtig Angst vor dem Spiel. Und es ist ein wichtiges Spiel. Der Zweitplatzierte gegen den Drittplatzierten ist ja eigentlich ein Topspiel hier. Puh, Messi will gegen uns sein 14. Saisontor machen, ja. Mal gucken, ob es ihm gelingt. Oder ob wir die Abwehr so gut motivieren konnten, dass wir vielleicht gegen die heute mal ein bisschen besser sind. Oh oh, und dann auch noch im Stadion von Barcelona. Man sieht schön, ja, guck, die haben doch so was Blau-Rotes da. Wusste ich doch.
Ouch. Das war ein Foul. Sehr schön. Sehr schön. Wahnsinnskonter, Mustavi. Wahnsinnskonter, Mustavi. Geht in die Mitte. Oh. Den hätte er eigentlich fast selbst schießen müssen. Sehr schön hier gemacht von Shark. Ball nach draußen gefaustet, wo ich mich frage, wer da hätte einen Kopfball machen wollen. Messi? Kopfballgott Messi. So, jetzt aber Ball nach vorne. Wunderbar. Portillo kriegt ihn abgenommen. Messi kriegt ihn auch abgenommen. Dann wieder ein Fehlpass. Dann Fabregas. Dann, wow, Ball raus. Dann wieder, oh Gott, meine liebe Güte, geht es hier ab. Super gemacht. Gerson per Kopf vor Messi. Ja, schöne Flanke haben sie da geschlagen. Barcelona. Dummerweise kann Messi die ja nicht wirklich verarbeiten. Ist ja auch viel zu klein gegen den Gerson, ne? Gegen unseren Hünen, den wir da hinten drin stehen haben, ist ja der Messi ein Lilliputaner. Hat ja keine Chance, da irgendwie was zu gewinnen. So, da lässt der Vorteil laufen. Die Mikeles köpft den Ball raus. So, Taffe auf Mustavi. Mustavi ist durch Adili. Adili kommt. Adili, Flanke von Adili. Ah, ja. Puh. So, Ball wieder abgenommen bekommen. Also wir sehen schon, wir haben doch eine starke Mannschaft hier gegen Barcelona. Schlagen sich ganz gut. Adili ist ja glücklicherweise zurück. Und dann gibt's einen Foul. Super. Natürlich wieder zentral vom Tor. Freistoßposition. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Solange wir so Situationen nicht vermeiden, werden wir immer Tore kassieren. Und wieder wird einer angeschossen. Portillo wird angeschossen und lenkt den Ball ab, sonst hätte Shark ihn gehabt. Meine Güte, ich möchte ihnen sagen können, wo sie zu stehen haben. Ist echt unglaublich. Immer die Freistöße zentral vom Tor. Das ist das, was uns killt. Und Shark hätte den Ball gehabt? Tjo. So, Messi nach außen auf Sanchez. Zum Glück abgefangen hier. Und jetzt Adili, der Tripler. Adili, Wahnsinnsball auf Taffer. Und Taffer will nochmal querlegen. Warum denn? Was ist das für ein Torjäger, dass er den nochmal querlegen will? So, Taffer und wieder Ball verloren. Und Abwehr war schneller. So, Einwurf. Ich hoffe, die machen Druck. Sehr schöne Flanke. Und Iniesta mit dem Konter. Gamas kommt nicht hinterher. Aber mit der Flanke kann zum Glück keiner was anfangen. Und so haben wir Einwurf. Portillo verliert den Ball. Messi hat ihn. Scheitert an De Micheles. Und Gerson im Doppelpack. Sehr schön gemacht hier von Adili. Taffer. Und dann ja, rennen die neben dem Ball her. Warum spielen sie den denn nicht? So, jetzt aber. Torhüter kommt raus. Leider, leider. Wieder zu spät dran gekommen. Jetzt Adili. Weite Flanke. Torhüter kommt wieder raus. Und Halbzeit. 1-0 steht's. Ein Wahnsinnsergebnis gegen FC Barcelona. Ich habe gedacht, wir würden hier schon 3-0 hinten liegen. Aber die lassen Messi zum Glück nicht gescheit ins Spiel kommen. Taffe hat eine 4,5. Mustafi hat eine 4. Adili hat eine 4. De Micheles hat eine 4. Der Rest geht von Noten her. Wir massieren erstmal die Leute, die unter 90 sind. Dann motivieren wir mal, beziehungsweise tougher kritisieren wir mal. Dass sich da mal was tut, das geht ja so nicht weiter. Mustafi motivieren. De Micheles motivieren. Adili motivieren. Der hat Moral gewonnen. Das trifft sich sehr gut. Dann wird er stärker. Ist schon 72 geworden im Spiel. Und natürlich noch unseren Shark motivieren. Dass auch der besser hält. Mittlerweile haben wir eine Eingespieltheit von 68, also im Teamwork, und 17er Stimmung. Das trifft sich auch gut. Und ich würde sagen, macht genauso weiter. Dann fügt sich alles zusammen. Aufs Tor schießen wir nur rein, geht er noch nicht. So, der Ball läuft wieder hier durchs Mittelfeld. Die Abwehr passt weiter auf, dass Messi hier kein Kopfballtor erzielt. Joaquin trippelt sich außen durch. Mustafi in die Mitte.
Ja, und dann der Nachschuss ist leider, obwohl das ist doch eigentlich, das ist doch kein Abseits, der andere steht doch direkt hinterm. Fehlentscheidung hier vom Schiri. Oder habe ich nicht gut hingeguckt? Kann natürlich auch sein. Ich bin ja ein bisschen parteiisch. Das war auch kein Foul. Ich weiß nicht, warum das pfeift der Foul. Das war doch kein Foul. Alter, gibt ja auch noch Gelb dafür. Was hat denn der geraucht? Guck mal, der spielt eindeutig einen Ball. Ja. So, Schalk super gefangen. Mann, ja, jawohl, ja, jawohl, ja, jetzt sind sie durch, Mustafi ist durch, Mustafi, nein, drei Schritte weiter und ein bisschen mehr in die Mitte, dann. So, Fabregas, zum Glück nicht durchgekommen, Joaquin, weiter Ball auf Mustafi auf Taffer und der hält. Unglaublich. Mustafi muss dringend mal wieder ein Tor machen. So geht das hier nicht weiter. Das ist okay, wir fangen an mit Wechseln. So geht es nicht weiter. Taffe hat sich ein bisschen verbessert. Wir bringen trotzdem Fabrice. Für die rechte Seite haben wir gerade keinen. Als Rechtsverteidiger bringen wir Sanchez. Nee, bringen wir nicht. Nee, wir haben sonst keinen, den wir bringen könnten. Ich wüsste nicht, wen wir noch einwechseln könnten, der uns vielleicht noch helfen könnte, da vorne ein Tor zu machen. Den Rest brauchen wir. Wir wollen das Spiel ja einigermaßen gescheit hier absolvieren. So, Schalk hat gut gehalten. Leider der Abschlag hier zum Gegner, weil Portillo nicht auf dem Posten ist. Das war viel zu weit zurück. So, Mustafi. Weiter Ball auf Taffer. Taffer ist wieder stecken geblieben in der Verteidigung. Wir bräuchten mal eine Spielunterbrechung. So, da haben wir die Spielunterbrechung. Leider auch eine gelbe Karte für Adili. Es ist eine schwere Entscheidung. Es ist eine wirklich schwere Entscheidung. Wir lassen ihn auf dem Platz. Der spielt heute durch. So, da kommt unser Fabrice rein. Ja, das war mir fast klar, dass das keine Flanke gibt. So, Messi trippelt sich hier, aber irgendwie. Wahnsinnskampf. Gut, Ball geklärt. So, jetzt Mustafi auf Fabrice. Adili schlägt ihn zurück und ich habe gedacht, er geht rein. Oh, und der defensive Mittelfeldspieler tritt mal zu, kriegt auch gelb. Also wir kassieren hier gerade gelbe Karten am Fließband. Und Messi noch mit seinem alten Aussehen aus FIFA 7. So, der ging zum Glück nicht rein. Also man sieht hier, die Modelle gehören schon mal ein bisschen überarbeitet im 3D-Modus. Also es ist schon hammerhart, dass hier ein Messi noch aussieht, so mit langen Haaren und Co. Das gibt man gar nicht. So, Ball nach vorne, Mustafi. Auf Nacho Monreal, der auf Fabrice, der auf Adili durch, auf Mustafi. Oh, Mann! Das regt mich auf. So. Sainz kriegt noch ein bisschen Einsatzchance. Und Camacho kriegt noch ein bisschen Einsatzchance. Damit er sich nicht hier noch gelb-rot fängt. Nein, Messi. Dem Micheles legt ihn ins Tor und schießt ihn dann raus. Eigentor von Dem Micheles. Jetzt hilft uns nicht mal mehr ein Tor. Hat er gut gemacht. Dafür kriegt er eine Gehaltserhöhung. Ja, und die scheitern wieder am Torhüter.
so wird das nichts, Leute. So, da pfeift er ab. Ich wollte gerade wechseln, aber da pfeift er ab. Ich wollte gerade nochmal einen Wechsel machen und wollte noch einem Jungen die Chance geben, auch noch ein paar Punktchen zu sammeln. Aber Demichelis Eigentor in der 87. besiegelt ja unser Schicksal. Ich finde, wir haben uns so gut gehalten. Wenn er den raushaut, aber nimmt mit der Brust an, dann verspringt er ihm und dann ist er drin im Tor. Ein Drama. Naja, gut. Es ist Barcelona. Wir haben uns eigentlich ganz gut geschlagen. Eigentlich haben wir uns ganz gut geschlagen. Deshalb 100% haben wir auch das Ziel erfüllt. Wir sind ja nicht untergegangen. Wir wurden nicht 10-0 aus dem Stadion gekickt. Ist ja auch schon mal ein Erfolg. Leider sind wir aufgerutscht auf Tabellenplatz 4. Boah, Mann, 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 Mann. Tja, Mannschaft des Tages, den hier Torhüter. Klar, gegen wen soll er auch sonst eine gute Note haben, außer gegen uns? Was hat er denn wieder als bester Torhüter? Eine 2,0, der absolute Wahnsinn, ja. Ist ja Standard irgendwie, dass die gegen uns immer besonders gut sind, die Torhüter. Tja, 3,95. Geht auch besser. Messi hat ein Tor gemacht, zieht damit auch Mustavi, Taffer und Fabrice weg. Higuain hat's geschafft, dann auch nochmal an unser Mustafi vorbeizuziehen. Alles bestens. Ich reg mich auf, dass unsere Stürmer nicht treffen. Die Konkurrenz trifft. Was will man da machen? Ist halt so. Blöd gelauft. Ist halt so. So. Wie sind die drauf? Naja. Finden das nicht lustig. Ich auch nicht. So. Haben wir wieder das tolle Autosave, was uns schon ein paar Mal einen Arsch gerettet hat. Kann ich nur jedem empfehlen, das einzustellen. So, Partner oder Arbeit. Partner möchte unbedingt zur Geburtstagsfeier eines Onkels gehen. Gerade der größte Fanclub des Vereins. Ja, Fanclub. Was interessiert mich der Onkel? Die will mich ja nicht mal heiraten, ja, die Tante. Was interessiert mich dann ihr Onkel? So, Scouting abgeschlossen. Und dann haben wir hier 8 Spieler wieder in der Liste. Dann haben wir hier Barts. Nur 11 Tage, wo er uns ausfällt. Ich bin froh, wenn wir die Mannschaft zusammen haben, die wir dann gerne aufstellen würden. Dass die alle mal fit sind, die wir gerne aufstellen würden. Dann können wir nämlich mal richtig was reisen hier mit den Leuten. So lang ist hier Schustern angesagt. Und Lücken stopfen. So, nichtsdestotrotz, wir machen hier mal wieder unser Fitnesstraining. Ich sag an der Stelle, mach's mal kurz heute. Danke, dass ihr dabei wart. Die wichtigen Spiele, die kommen jetzt. Gegen Barcelona, gegen Real Madrid, da waren Niederlagen eingerechnet. Gegen das, was jetzt kommt, sind eigentlich Niederlagen nicht eingerechnet. Wir müssen eigentlich alles gewinnen, was gegen Grüne geht und alles Minimum unentschieden spielen, wenn nicht sogar gewinnen, was gelb ist. Und gegen Real Madrid und Barcelona, da dürfen wir verlieren, gegen den Rest nicht. Das ist unser Anspruch hier. Wir haben ja nicht Ziel, Meister zu werden. Von daher wird es ja passen. Gut, ich sage auf jeden Fall, danke, dass ihr dabei wart. Seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Das heißt, Nick Frei zockt Fußballmanager 13 im Mikromanagement. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube. Viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.